So, ihr Lieben, da sind wir wieder und wir haben immer noch hier irgendwas mit den Pfeifen, habe ich falsch gemacht. Die hatte ich alle nach oben gestellt und es hatte nicht funktioniert. Das war korrekt. Und irgendwas war hier mit. Das heißt, streng genommen müsst, wenn wir das nach oben schieben, müssen wir eigentlich das nach oben schieben. Ich gehe nochmal dahin. Nee, da lang ging das ja nicht. Oder doch? Doch. Schon ganz verwirrt. So. Ach nee, das da war da oben. Das war doch falsch. Entschuldigung. So. So. Na, was habe ich denn hier mit der Steuerung? So. Ach so, das war hier oben, ging es auch nicht weiter. Okay. Ja, Luzi und ihre Orientierung ist auch immer so eine Sache. Wir gucken jetzt auf jeden Fall, dass wir zu diesem, zu dieser Orgel nochmal kommen. Das war doch hier hinten am Schiff lang, oder nicht? So hatte ich das zumindest im Kopf. Ja. Genau. Dann muss ich jetzt gleich noch mal gucken, weil dann kommt ja schon da diese erste Pfeife oder was das dann ist. Ist aber echt wieder fies dunkel hier. So, jetzt muss ich dann gleich noch mal auf mein Zettelchen gucken. So, hier ist doch schon eine. So, die ist mit einem Dreieck nach unten. Die ist auch zu. Das ist richtig. So. Dann haben wir hier eine. Das ist die mit den Zweien. Und die muss nach unten und dafür muss diese geteilte nach unten. Nach oben. Aber das ist doch da hier getauscht. Also müssen die doch beide nach oben. Und dann habe ich noch das Dreier. Und das Dreier geht dahin. Also muss ich die jetzt doch oben lassen. Okay. Und welche ist das hier? Diese. Ist das die, die ich oben... Ja, das ist auch die, die ich oben brauche. Und dann noch die andere und die Vierer. So, was haben wir hier noch? Das ist die Vierer. Muss die Vierer nach oben? Die muss nämlich nach unten und die Vierer sind die anderen vier. Die muss nach oben. Und die ist unten. Nee, das sind meine vier Punkte. So. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. So, dann haben wir doch hier noch den Abgang. So, und hier ist die Dreier oben. Und die Dreier muss aber nach unten. So. Und dann haben wir noch hier.
Diese halbe. Gürt die Dreier. Dann geht die aber auch nicht nach oben. Sonst ist hier aber auch wieder nichts. Muss ich nochmal oben gucken. Ob das jetzt richtig ist. Mm-mm. Was habe ich denn jetzt hier? Also. Ich muss das übersetzen. Ich habe insgesamt 7 Zeichen. Genau. Also, das erste ist dieses halbe. Das heißt, das halbe muss nach unten. Die 2 ist dieses andere. Das muss dann nach oben. Vielleicht muss ich das anders denken. So, nochmal von vorne. So, wir haben hier das Zweier. Das muss eigentlich oben sein. Aber die 2 wird dieses andere Zeichen. Das muss dann dafür nach oben. Da muss die 2 nach unten. So, und hier haben wir, wenn ich denn was sehe, diese 2 Pfeilhälften. Diese 2 Pfeilhälften ist die 2. Ne, das sind die 2 Querdinger. Die 2, genau. Das heißt, das muss nach oben und ist auch oben. So, dann haben wir jetzt 3 Stücke, 2 Stück geguckt. So, hier war jetzt noch diese 4er. Das ist die 4er. Und das ist unten. Und das ist aber die 1. Und die 4 muss aber nach oben. Das ist auch richtig. So, dann haben wir jetzt 3 Stück. So, dann haben wir hier die 4. Das ist die 1. Die 1 wird diese Hälfte und die bleibt unten. So, 4. Dann haben wir die 3. Die wird dieses Symbol. Und die 3 wird. Und das Symbol. Dann muss die 3 nach unten. Haben wir auch. 5. So. Das muss wahrscheinlich nach oben. Nee, eigentlich nicht. So. Und dann nochmal hier das checken. Die 1. Jetzt noch mal gucken. Nein. Welche habe ich denn jetzt oben? Ich muss oben haben, dass das die 2.
2 und die 4. Ich mache jetzt alle nach unten. Das ist unten. Und dann gehe ich nochmal. Ich habe irgendwie da Probleme mit dieser Übersetzung. So. Aber mich stört tatsächlich auch die Musik, also mir fällt es schwer, mich bei diesem Lärm zu konzentrieren. So. Und dann noch das Gewitter dazu, das macht es nicht besser. Okay. Einfach mal alle nach unten. Und dann war hier noch das eine. Ist auch schon unten. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie das aussieht. So, jetzt sind nämlich alle unten. So, und jetzt ist die Frage, welche müssen nach oben? Nach oben müssen diese beiden und die 2 und die 4. Die 2. Das auch. Richtig? Ja. Die 4. Ist doch die 4, ja, genau. So. Dann haben wir noch die Dreiecke. Sieht das denn jetzt hier anders aus? Ja, sieht es. Also wir haben die 2 ist oben, das ist oben, das ist oben. Jetzt fehlt nur noch das mit der Raute. Das da. Jetzt muss es doch klappen. Habe ich mir denn irgendwie was aufgeschrieben? Ein weiterer Tempel. Und er wollte dort oben eine Art Maschine bauen. Meeresspiegel passt doch. Da sind die Übersetzungen. Aber wieso passt es nicht? Wenn ich hier, wenn nach die 2 und die 3. Wisst ihr da eine Lösung? Ich irgendwie nicht. Im Moment stecke ich irgendwie gerade fest. Das ist mir seltsam. Wie kann ich das nur? Oder müssen die alle nach oben und nur 3 offen sein? Aber wo? Moment, was ist denn geschlossen? Ist oben. Aber irgendwie bin ich noch am Denken. Aber vielleicht habe ich es auch genau falsch rum gemacht.
Wobei, was heißt denn auf und was heißt zu, ne? Das ist ja die andere Frage. Das ist doch jetzt. Moment. Was haben wir jetzt nochmal hier? Vielleicht habe ich das auch falsch. Vielleicht muss auch einfach 1, 3 und das da. Dann müsste das. Jetzt ist zu. Okay. So. Dann müsste das hier auch zu. Okay. Vielleicht habe ich genau falsches System angewendet. Das machen wir auch mal zu. Irgendwo ein Denkfehler. Das muss auch zu. Die muss auch. Vielleicht jetzt gehen wir mal genau andersrum ran an die Sache. Und das. So, jetzt probieren wir das nochmal. Warum geht es nicht? Habe ich irgendwas nicht richtig gemacht? Wenn ich doch da das hälftige Symbol und dann habe ich das mit der 1 und dann habe ich das mit der 3. Eins, drei und das. Das. Die 1. Die 3. Verstehe es nicht, ihr Lieben. Irgendeinen Fehler haben wir. Irgendeinen Fehler haben wir. Aber welchen? Aber welchen? Vielleicht noch irgendwas nicht richtig aktiviert. Aber wieso? Fehlt hier irgendwas? Kann ich noch irgendwas sehen? Irgendwas, was mir hilft. Aber irgendwie. Aber irgendwie, ich bin am Denken. Ich irgendwas. Was könnte es sein? Die ist geschlossen. Obwohl, warte mal, hier hat es ja vielleicht was mit den Frequenzen zu tun. Dann hätte ich ja das, das wäre das. Die 3,49 ist die, wie ist die 1, genau. Und die 3,92 habe ich nicht, aber die 4,15. Die 2 muss auf sein. Das ist falsch. Da war der Denkfehler. Die muss zu.
Ah, ja, ich habe nicht mehr auf die Frequenzen geguckt. Haben wir es schon. Oh je. Herrje, was ist das? Zauberei? Oh. Okay. Na gut, dann laufen wir mal ganz couragiert da drüber und gucken mal, was da passiert. Es ist mir immer noch dunkel. Also, wir hätten es mit dem Rätsel etwas einfacher haben können, aber irgendwie habe ich mich ein bisschen blöd angestellt, von daher entschuldigt. Okay, ich fahre irgendwie hoch. Jawohl, hier war auch schon jemand. So. Mein Liebling. Ich glaube, ich verstehe so langsam, was mit dir passiert, aber es kostet mich fast meinen Verstand. So faszinierend diese Insel und ihre alten und unermesslichen Wunder auch sind, wird dieser Ort doch auch von Unglück und Katastrophen heimgesucht. Wir haben Roy beim Lager verloren und wir haben beinahe unseren Ingenieur an diesem Strand verloren. Der Doktor ist durchgedreht und hat ihn mit einem seltsamen Messer verletzt. Und alles nur wegen dieser Insel, Nora. Zuerst waren wir noch optimistisch und zuversichtlich, aber jetzt sind wir gereizt und entmutigt. Sogar ich spüre, wie fortwährend von dunklen Gedanken heimgesucht werde. Wenn ich trotz allem, was ich hier durchmache, Heilung für dich finde, war es das wert. Ich hoffe, dass ich im Tempel auf der Bergspitze eine Antwort finde. In ewiger Liebe, Harry. Mein armer Harry, er klingt so besorgt, so erschöpft, so mutlos. Ich werde dich finden, Liebster. Aha. Ah, da ist der Tempel. Wow! Mal sehen, was die Nächste macht. Aha. Interessant. Ich muss das anscheinend nicht in der bestimmten Kombination machen, sondern einfach nur alle drücken. Oder so. Okay, was passiert jetzt? Uiuiui. Okay, das ist dann also dieser Tempel. Danke. Ich hab's. Da muss Harry hineingegangen sein. Okay, dann gehen wir doch mal gucken, dass wir da auch hinkommen. Ich weiß nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Insel gefährlich ist. Vielleicht, weil ich hier noch nicht so viel Zeit verbracht habe wie Harry. Ich laufe auf jeden Fall zurück. Weil sich da was geöffnet hat. So sieht es nämlich aus. Da kann ich nämlich jetzt rein. Da war eben noch zu. Uiuiui. Okay. Wir haben das Kapitel beendet, wenn ich den Ladebildschirm richtig interpretiere. Puh, ganz schön anstrengend. Das stimmt allerdings. Kapitel 4, sehr beeindruckend. Dann schlage ich vor, machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und machen hier in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut, tschüss, eure Luzi.